Hi, bei Sage TV. Heute habe ich mir überlegt, dass ich euch mal meine Wohnung oder mein Haus mehr gesagt zeige in Los Angeles, weil leider das Wetter, was nicht so üblich ist, schlecht ist. Ist cool. Nicht zeigen. Ist cool, weil ihr seht dann einfach mal mein Zuhause. Hier ist die Garage. Da steht von meinem Roommate. Ich habe einen Roommate. Das ist ein Schweizer Topmodel. Die werdet ihr auch noch kennenlernen. Die war mal 2 Jahre lang, war die Arsch of the Year in Italien. Das hört sich lustig an, aber das ist dann wirklich so Topmodel-mäßig, weil die Italiener stehen total auf Ärsche, wer nicht. Und ja, wie gesagt, das ist mein Roommate, das ist hier mein Auto, da steht noch ein Auto, aber jetzt kommt einfach mal mit. Ich zeige euch jetzt einfach mal mein Zuhause in Los Angeles. So. Hier kommt er rein, das heißt, hier ist die Küche. Die Küche ist typisch amerikanisch, ein bisschen groß. Ich denke einfach, die Küche könnte ein Zwei-Zimmer-Apartment in Deutschland sein. Aber das ist schon wieder geil. Da einfach alles Amerika ist alles größer. Die Küche ist auch ein Aufenthaltsraum von mir. Klar, kochen tue ich mir eigentlich nichts. Aber sieht cool aus. So, komm mal mit, dann gehe ich hier in mein Wohnzimmer, was geil ist. Ich habe hier ein cooles Sofa. Das ist auch ein Designer-Sofa von einem Freund von mir, der macht Möbel, die ganzen also die Häuser für Celebrities und so, den habe ich durch Zufall in meinem Nachtleben kennengelernt und der hat so ein fettes Sofa gemacht, man sieht es vielleicht nicht richtig in der Kamera, aber es ist so riesig, da könntest du echt mit zwei Leuten locker pennen. Ist auf jeden Fall cool, ist auch oft schwer, wenn ich hier sitze und dann Fernsehen schaue und dann noch hochgehen in mein Schlafzimmer, am liebsten würde ich dann einfach sagen, oh, weil es so cool ist. So, dann habe ich hier mein DJ-Pult, das DJ-Pult, da werde ich euch... So, da werde ich euch irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, werde ich euch mal zeigen, wie man als DJ so anfängt, weil viele Leute auch wirklich mich schon gefragt haben, Mensch, wie machst du das mit Beats und wie kommt es zusammen und wie bist du überhaupt DJ geworden? Wenn ich mal die Zeit habe, werde ich euch auch mal DJ teachen, so über meinen Blog. Ich finde es ganz interessant, weil viele Leute wollen DJ werden und DJ ist auch eine Rockstar-Sache und ich glaube, das interessiert viele, vielleicht die Mädels nicht so arg, aber die Jungs und ich werde euch das mal dann näher zeigen. So, jetzt wie gesagt, hier ist mein Haus, das ist mein Wohnzimmer, dann geht es hier raus zur Terrasse. Leider ist es heute scheiße, das kotzt mich selber voll an, weil das Wetter kacke ist, aber hier kann man cool abflacken. Da habe ich dann auch Gartenmöbel draußen, die ich jetzt aber leider alle reinstellen musste, da das Wetter unüblich scheiße ist. Deutsches Wetter. Und dann, ja, hier ist mein Arbeitsplatz, da sitze ich morgens und gehe ins Internet und gucke halt, was Bild.de zum Beispiel abgeht oder was bei Facebook oder was weiß ich auch immer abgeht. Mache meine E-Mails und so. Gut, ich habe auch noch ein anderes Office, das zeige ich euch auch noch, aber hier ist so ein bisschen mein Home-Ding. Jetzt kommt einfach mal mit, ich zeige euch mal meinen oberen Stock. So, jetzt geht's ab. Ja. Da gehe ich rüber um die Ecke. Hier sind 2 Gästezimmer, da, wie gesagt, da wohnt mein Roommate. Warte, hört mal ganz unauffällig. Da hörst du sprechen, warte.